Wo es mit der Umsetzung offenbar schwieriger ist, ist in dem weiteren Paket zu Asyl- und Flüchtlingspolitik. Da haben die drei Parteivorsitzenden ja eine Vereinbarung getroffen. Die konnten, das wäre eigentlich am Sonntag oder heute im Kabinett zu verabschieden gewesen, ist nicht gelungen, weil die SPD Einspruch eingelegt hat. Was ist der Hintergrund? Wir können von Seiten der Union und vor allem der Unionsfraktion nicht erkennen, dass es in der jetzigen konkreten Situation notwendig ist und einen Sinn macht, eine EU-Richtlinie umzusetzen, die schon vor Jahren beschlossen worden ist und die erhebliche Verbesserungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge vorsieht, nachdem wir jetzt gerade eine Reduzierung von Dingen gemacht haben. Und das machen wir nicht mit. Wenn beispielsweise geklagt wird, es muss im BAMF alles schneller gehen. Und dann steht in einer solchen Richtlinie drin, dass die Flüchtlinge einen unbegrenzten Auskunftsanspruch haben, dass dafür Rechtsanwaltskosten übernommen werden sollen. Da muss ich sagen, dafür habe ich nun wirklich wenig Verständnis, wenn wir alles tun, um die Verfahren zu beschleunigen und dann zugleich neue Punkte aufrufen würden, die die Verfahren wieder belasten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SPD sich einkriegen wird und dass wir das dann hinbekommen.